Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute ein Messer zur Verfügung gestellt vom Dirk. Der hat das auf seinem Kanal ausreichend getestet, deshalb werde ich das nicht machen. Ich stelle es nur vor, aber ich weiß, das Messer kann was und das kann richtig viel, das kann gut was ab. Der Dirk hat das auf seinem Kanal getestet und hat dem alles abverlangt, was man einem Klappmesser abverlangen kann. Zuallererst, das ist von Rudi van Poppel designt und von, ich sag's euch, immer wieder dreht der Bremen im Wald, kommt die Luftwaffe. Also, von Rudi van Poppel designt, von Fox in Maniago gebaut, Tools for Gents Edition, Eastwood Tiger. Rudi von Poppel, Foto von mir und ihm auf der Messerbörse Scharfheim 2018, glaube ich. Mann, vermisse ich das. Und Rudi, alter Todbeknigger, hast du geile Messer abgeliefert. Gottverdomme, fallen die Blätter von den Bäumen. Geiles Ding, Junge. Echt, Rudi. Das ist mal. So, ich würde sagen, wir gehen Tabletop, gucken uns das mal aus der Nähe an. Und über die Daten. Auf geht's. So, zuallererst gehen wir mal über die Verpackung. Ja? Tools for Gents. Da haben wir hier das Täschchen. Da kommt das Messer daher. Dann gucken wir erstmal hier rein. Den Brief vom Dirk, den zeige ich euch nicht. Aber ich zeige euch mal was. Und das ist etwas, was ich am Richie sehr mag. Dass er gerne schon mal so private oder so kleine Notizen dazu tut. Hallo Dirk, war mal wieder schön von dir zu hören. Viel Spaß beim Testen des Panzers. Liebe Grüße, Richie. Das ist etwas, was ich um Richie ganz besonders mag. Er hinterlässt gerne so private kleine Nachrichten, obwohl die ist nicht so privat. Ne? Es steht ja nichts wirklich Privates drin. So, also Zettelchen, hier seht ihr es. Tools for Gents, Richard Scholz, Geschäftsführer. So, dann gucken wir mal an die Goodies. Die Goodies zum Rudi. Goodies zum Rudi. Zwei Schlüsselanhänger, Tools for Gents. Schön geprägt. Dirk meint, ich könnte mir was von den Goodies rausnehmen. Aber ich habe schon an jedem meiner Schlüsselbunde einen Tools for Gents Anhänger. Ein paar Patches. No. Und Aufkleber. Okay, komm, einen der Aufkleber, den nehme ich mir. Dirk sagt, nimm mit. Dann haben wir noch was von Nabern. Nabern ist die rein natürliche Haut- und Rasierpflege für den ambitionierten Mann. Made in Switzerland. Die Nabern-Produkte sind jetzt auch im Shop von Tools for Gents erhältlich. Nabern Skincare. Aha. Naja, meiner wächst ja gerade. Ne? So, dann packen wir mal die Sachen hier wieder schön rein. Wie gesagt, ich glaube, so ein Aufkleber, den mops ich mir. Ich finde es übrigens auch gut, dass die Sachen von Tools for Gents in so Altpapierkarton kommen. Altpapierkarton. Herr Brehm, hallo. So, packen wir das auf Seite. Also es kommt hier in so einer Nylon-Pouch. Die kann man auch im Gürtel befestigen. Sehr schön. Ja, die ist fest, die ist also, da ist nichts abnehmbar dran. Also hier mit Klett und Patte ist hier nichts. Ja. Dann kommen wir dann zum Messer. Hier drin ist noch ein extra Täschchen. Ja, zum Beispiel für DC3 könnte hier reinpassen. Vielleicht noch ein Pflegetuch oder sowas. Je nachdem. Wie sehr gut. Hier nochmal so eine Lasche, dass man die irgendwo mit dem Karabiner festmachen könnte. Finde ich sehr gut. Ja. Nichts Jeckes. Und wenn ihr das zum Beispiel an einer schwarzen Hose dran habt und lasst den Patch weg, fällt das Ding auch nicht auf wie ein Wunderdaumen. Und das ist schon mal sehr, sehr gut. Ja. So, dann kommen wir jetzt zu den Daten. So, wir haben hier verbaut den D2-Stahl. Der ist Stonewash.
Die Klingenlänge beträgt 96 mm und hat eine Klingenstärke von 4 mm. Das ist schon mal eine Ansage für ein Taschenmesser. Ja. Der Griff ist aus Aluminium. 96 mm Klingenlänge sagte ich ja schon, 4 mm stark. Der Griff 131 mm. Wir haben eine Liner-Lock-Verriegelung. Ja. Die steht auch sehr satt drin, obwohl der Dirk das schon wirklich malträtiert hat. Seht ihr es? Fokus. So. Na, steht aber sehr satt drin. Schließt sehr sauber. Und der Klingenstand ist mittig. Auf Kugel gelagert. Läuft wie auf Schienen, hätte ich jetzt fast gesagt. Nee, läuft wie auf Kugeln. Also sehr sauber verarbeitet. Klar, Fox Knives, Maniago. Der Pocket Clip ist nicht umsetzbar. Der ist tip up links. Ja, also ich würde meinen, das kommt drauf an. Habe ich den, ja, nach hinten? Nee, tip up rechts. Ja, daran muss man sich halt gewöhnen. Gut, man kann nicht immer bei jedem Messer, je nach Design, hingehen und sagen, ich mache jetzt tip up rechts, tip down und so weiter. Das geht nicht bei jedem Messer. Aber ich denke mal, es ist im Prinzip, es ist kein Dealbreaker. Ja. Ihr habt ja dafür die Tasche und dann tragt es halt am Gürtel. Ich würde so ein Messer, das bei 184 Gramm stark ist, mir hat auch schon ganz gute Abnutzungsspuren, das hat also gut Pocket Time beim Dirk gehabt, würde ich so ein Messer wahrscheinlich eher nicht in der Hosentasche tragen, sondern eher am Gürtel. Ja? Zack, also, das ist schon satt. Ja, also sehr satt. Ne, jetzt bin ich abgerutscht. Zack. Zack. Und zack, Mensch, das habe ich mir doch aber abgeguckt, Mensch. Zack, das sagt doch sonst der Juiced. Zack. Man kann sich auch mal was von seinen Kumpels abgucken, ne? So wie mein Gruß. Oh, Verarbeitung tadellos. Backspacer Aluminium, schöne Rifflung drauf. Ich merke hier keine Hotspots und nichts. Ist wirklich ein tolles Ding, also der helle Wahnsinn. Ne, also hier die Achsschraube ist mit Inbus. Boah. Fox Knives Italy D2 Logo. Toll, toll. Wirklich gefällt mir sehr, sehr gut. Dirk nennt es die Brechstange. Würde ich vielleicht jetzt nicht unbedingt als Brechstange benutzen, aber es fühlt sich wirklich so an. Das Ding ist das ist ein holländischer Panzer. Zack. Aber jetzt nehme ich einfach mal meinen Spickzettel. Scharf. Ja, trotz Hardcore-Benutzung. Wahnsinn, das gefällt. Bisschen schnitzen, ja. Kleidet schön durchs Holz. Also das ist mein Messer. Und trägt die typische Handschrift vom Hoodie, ja, dem seine Arbeit ist für mich ganz klar erkennbar. Der macht natürlich auch hochpreisige, richtig hochpreisige Messer. Die sind der helle Wahnsinn. Aber gut, wenn man Fan vom Hoodie ist, sich das leisten kann, dann leistet man sich das einfach, weil man es kann. Nun, ich glaube, Messer kostet um die 218, 219 Euro. Ist es auf jeden Fall wert, zumindest meiner Meinung nach. Wir haben hier Made in Europe. Ja? Wäre es Made in Germany, hätten wir wahrscheinlich einen vierfachen Preis. Reverse Grip, ja. Achtung, Running Gag bei mir auf dem Kanal. Messer ist geeignet für Rechtshänder und für Linkshänder. Wisst ihr, was ich meine? Ja? Spaß muss sein. Meiner Meinung nach, eine volle 10 von 10 Abzug, einzig und allein, ist nicht umsetzbar rechts-links.
Also 9 von 10. Aber gut, für mich kein Dealbreaker, denn wir haben die Tasche. Und ich sagte ja, ich würde das Ding wahrscheinlich nicht in der Hosentasche tragen, sondern am Gürtel. Ja, weil in der Hosentasche, ihr merkt den Unterschied, ob ihr so ein Ding am Gürtel tragt oder in der Hosentasche. Ja, trotzdem ein Punkt Abzug, 9 von 10. Wer so ein bisschen technisches Equipment hat, eine Bohrmaschine zum Beispiel, eine Standbohrmaschine. Selbst ist der Mann, der macht sich's dann selbst. Versteht ihr, was ich meine? Fingerzeul, Vorgriff geht. Ja, ist allerdings nicht für wirklich große Hände ausgelegt, dieser Fingerzeul. Daher, ich würde dann hier bleiben. Aber sehr sauber gearbeitet. Ja, kann ich nicht drüber meckern. Schönes Ding, wirklich schön. So, an der Stelle herzlichen Dank, Dirk, fürs zur Verfügung stellen. Vom Eastwood Tiger, Hoodie von Poppel, Fox Knives, TFG Edition. Geiles Teil. Gebe ich eine Empfehlung, auf jeden Fall. Link zum Shop ist in der Beschreibung. Klar, Grüße an Hoodie, den Dirk und an den Richie. Richie, du bist mein Freund und Kamerad und die anderen zwei natürlich auch. Ja? Aber Special Greetings heute an Prinzessin Sarah. Sarah, man kann mal straucheln, aber Staub abwischen, Krone richten, weiter regieren. Yes! So macht man das. Also, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wie immer gilt, tschüss, mal gut, schwenkt gut. Tschüss, ab und schwenkt die Kapp und zack! Ahoi!